Eine der schillerndsten Persönlichkeitsstörungen mit ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft ist der Narzisst. In meinen Videos über Narzissmus kläre ich auf über guten, über bösen Narzissmus, über den weiblichen, über den männlichen Narzissmus. Und wenn du diesen Link dir einmal anschaust, wirst du eine kleine Übersicht darüber erfahren, was ich damit einfach meine. Guter, schlechter, männlicher, weiblicher Narzissmus. Aber gehen wir mal zu Future Faking, was eine Art, ein Teilabbild der Persönlichkeit eines Narzissten ist, und zwar Manipulation in den Partnerschaften. Future Faking, leere Versprechen. Wenn du deine leeren Versprechungen, die du erhalten hast oder mit meinen zusammenlegst, wenn alles eine Pfandmarke wäre, dann würde man mit den leeren Versprechungen, mit den Pfandmarken dafür schon ganze Häuser bauen können. Future Faking ist ein Spiel mit den Sehnsüchten. Was ist der Grund hierfür? Was ist der Grund für die steigende Zahl von Konflikten in unserer Gesellschaft? Diese Bindungsangst. Es ist die Zunahme der Angst generell. In Europa sind 127 Millionen Menschen leidend an den 12 häufigsten psychischen Erkrankungen. Davon sind ein Drittel Angstneurosen und Panikattacken. In Deutschland leiden 5,8 Millionen Deutsche an Angststörungen. Was ist die Folge davon? Wenn jemand in Angst lebt, dann möchte er sich nicht mehr komplett binden. Wir sehen das an den Zahlen. Zahlen können schlecht lügen. Allein in Deutschland mit knapp über 80 Millionen Einwohnern haben wir 17 Millionen Single-Haushalte. Was ist die Folge von diesen ganzen Entwicklungen? Eins davon ist das Verhalten untereinander, welches wir abgeleitet von dem Narzissmus und den leeren Versprechungen Future Faking nennen. Gehen wir aber etwas in eine Metaebene, betrachten wir mal unsere Gesellschaft als Großes und Ganzes. Wie das alles nämlich zustande kommt, wieso kommt es zu Narzissten, wieso kommt es zu Manipulationen in den Partnerschaften? Wir befinden uns in einer Leistungsgesellschaft. Der Perfektionismus ist eine mörderische Geisteshaltung, die einen Menschen nur dann für wertvoll erklärt, wenn er genügend leistet. Wenn du dir einmal dieses Video anschaust über Perfektionismus, dort erkläre ich, warum der Perfektionismus die weibliche Form des Narzissmus ist. Und das hat nichts mit 100% perfekt abgegebener Leistung zu tun, sondern Perfektionismus ist, ich muss perfekt sein, damit ich von den anderen tadellos und als wertvoll betrachtet werde. Es ist also ein ängstliches Kreisen um sich selber. Die andere Seite des Kreisen um sich selbst, das ist der Narzisst. Der Narzisst ist der grandiose Ich-Kreisende. Der Perfektionist kreist ängstlich um sich und sagt, habe ich alles richtig gemacht, damit es gut ist, damit ich Anerkennung habe. Jetzt gehen wir zu dem Future-Faking-Manipulation in Partnerschaften, zu den Narzissten. Und zwar, für einen Narzissten dient der andere als Bühne, für seine eigenen Interessen. Er dreht sich um seine eigenen Interessen und nimmt den anderen, den Partner, als Bühne, damit er glänzen kann. Wenn du auf der Seite so schaust, Kriterien des Narzissmus, bitte schau sie dir an. Narzissmus kann man in drei Ebenen, drei Hauptcluster unterteilen. Das ist die Selbsterhöhung, die Fremderniedrigung und die Selbstimmanenz. Die Eigenerhöhung, das sind so die drei ersten Kriterien, die du liest, ne? Grandiosität, Fantasien über Macht und Erfolg und er glaubt, einzigartig zu sein. Das ist die Selbsterhöhung. Und die anderen beiden, wie Selbstimmanenz oder die Fremderniedrigung, die kommen in den Punkten 4 bis 9 hervor. Das Phänomen der Unverbindlichkeit ist eines unserer Massenplagen unserer heutigen Gesellschaft geworden. Der Narzisst nimmt in seiner Grandiosität den anderen als Bühne und füttert ihn mit leeren Versprechungen. Aber ist dieses Future Faking, diese leeren Versprechungen, diese Manipulation in der Partnerschaft wirklich so schlimm?
Und auf der einen Seite muss man sagen, wir alle sind unvollkommen und haben schon hin und wieder mal die Neigung, etwas anders darzustellen, als es ist. Beim Future Faking ist das aber nach Plan, nach System. Und was für ein Ziel wird in Future Faking in Partnerschaften verfolgt? Nun, Menschen, die diese Technik anwenden, diese leeren Versprechungen für die Zukunft, spielen gerne mit den Träumen ihrer Partner, nutzen diese Hoffnung für ihre eigenen Ziele. Ja, sie spielen mit den Träumen und sind Meister der Manipulation und Täuschung. Und darum werden sie auch seltener verlassen, weil sie ja mit den reellen Träumen des Partners spielen. Merkt ihr folgenden Gedanken an. Beim Future Faking geht es darum, dass der Partner des Ausführenden stets mit den schönsten Angeboten gelockt wird und mit vielen Versprechungen immer und immer wieder geködert wird. Und er möchte jetzt den Narzissten nicht aus seinem Leben gehen lassen, weil dieser für ihn ja viel zu wichtig geworden ist. Der Partner des Narzissten erfüllt jetzt bei ihm eine Reihe von Bedürfnissen und gibt den Narzissten, wie eben gerade gesagt, die Möglichkeit einer Bühne. Woran erkenne ich einen Future Faker in der Partnerschaft? Schauen wir uns einmal hierzu vier mögliche Erkennungsmerkmale an und ich würde mich freuen, wenn du auch zwischendurch die Zeit einmal nutzt, auf meine Webseite zu schauen, dermediator.org. Auch hier wird unter der Rubrik Beziehungen viel über Future Faking, toxische Menschen, Narzissmus, ne Umgang viel intensiver gesprochen. Also, schauen wir uns mal vier Punkte an, woran man erkennen kann, wie Future Faking in Partnerschaften zutage treten. Zum Beispiel, leere Versprechungen werden abgegeben, also viele Versprechungen werden abgegeben, aber sie werden nicht eingehalten. Und schon kurz nach der Verliebtheitsphase, im sogenannten Love-Bombing, beginnt dieses Verhalten und das sollte dich stutzig machen. Reden und Handeln als zweiter Punkt sind nicht synchron. Aber das geschieht nicht nur hin und wieder, sondern drittens planvoll und strukturiert. Es werden dir viertens die schönsten Luftschlöcher für die Zukunft versprochen, aber sie werden praktisch nie in Erfüllung gehen. Wenn gesagt wird, ich muss nur noch dieses erledigen, dann werden wir jenes miteinander genießen. Lauter Luftschlöcher, Schlösser. Das ist schon ziemlich perfide. Ein Wort, das ich sehr unterstreiche, perfide. Der ausführende Partner weiß genau, mit welchen Wünschen er dich ködern kann. Du sehnst dich nach dieser geschaffenen Märchenwelt. Du fühlst dich wie im Paradies und du sehnst dich danach, dieses zu erleben. Und genau diese Sehnsucht ist es, die dich bei ihm hält. Die häufigsten Formulierungen bei diesem Future Faking ist, ja bald werden wir in Urlaub fahren. Ne? Erst wenn ich diese Stelle habe, dann können wir eine gemeinsame Wohnung beziehen. Oder zunächst einmal müssen die Kinder dieses wie jenes welches erreichen, dann werde ich mich von meiner Frau trennen. Ja, bald, wenn erst, zunächst einmal. Man könnte es vergleichen mit einer Möhre, die an einer Angelrute hängt und ein Esel läuft der hinterher, aber wird sie nie erreichen. Du kennst dieses Bild, ja? Derjenige sitzt auf dem Esel, die Angelrute hängt vor der Nase des Esels und er denkt, mit jedem Schritt müsste er doch der Möhre entgegenkommen. Jetzt geht es nochmal einen Schritt perfider. Jetzt hat man erstmal die Luftschlösser gemacht, aber was ist denn, wenn der Partner eines Future Fakers dahinter kommt, dass das wirklich nur Luftschlösser sind? Dann passiert etwas richtig, wieder mal perfides. Dann greift er zu Plan B zum nächsten Schritt. Dann wirft er kleine Brocken hin. Jetzt können wir noch das gesamte Große nicht machen, würde er dann sagen, aber das Kleine, dieser Plan C, D, E, der ist doch auch ganz schön, oder? Und wie bei den Bienen, denen der Honig von dem Imker weggenommen wird und ihnen qualitätsmäßig niedrigeres Zuckerwasser gegeben wird, so ist dieser Deal für den Betroffenen immer nur ein schlechter Deal. Also erstmal Luftschlösser. Kommt derjenige dahinter, dass das nur Luftschlösser sind, dann geht der Future Faker, der Narzisst, dazu über, kleine Bröckchen hinzuwerfen. Bitte denkt darüber nach, in der Lovebombing-Phase, in der Kennenlernphase, wenn der Partner dir 3-4 Mal seine Versprechungen nicht einhält, dann solltest du wirklich überlegen,
ob er seine Wertvorstellungen mit deinen Wertvorstellungen in Einklang zu bringen sind. Denke darüber, Ruhe darüber nach, ob dieser Mensch die Zeit, die du ihm investierst, wirklich wert ist. Ich möchte mit dir kurz jetzt auf die Ursachen eingehen. Was ist der Hintergrund für Future Faking und was hat das alles so mit dem Narzissmus im Gesamten zu tun? Wie ich bereits in anderen Videos immer wieder beschrieben habe, zieht sich diese Geisteshaltung durch unsere gesamte Gesellschaft. Deswegen atmet man dieses Denken von Future Faking, von Narzissmus, von einer ich-bezogenen Gesellschaft immer mehr ein. Und darum sind die Ursachen für das Future Faking, für den Narzissmus im Grunde genommen multidimensional. Aber aus der Praxis heraus möchte ich dir 4 Orientierungshilfen geben, um zu erkennen, was könnte eine Ursache sein. Vielleicht auch, um etwas Verständnis für diese Personen zu haben, um vielleicht aber auch nicht selber in diese Falle zu tappen. Punkt 1, das sind die Prägungen in der frühkindlichen Phase. Sigmund Freud war der allererste, der gesagt hat, es muss eine Ursache gegeben haben. Für das Verhalten heute muss es in der Vergangenheit eine Ursache haben. Und das war einfach fundamental, das war ein neues Denken. Und in den letzten über 100 Jahren wurden viele neue Erkenntnisse gewonnen, aber nicht nur durch die Psychotherapie, sondern auch durch die Neurobiologie. Neueste Forschung auf diesem Gebiet der Neurobiologie, hier möchte ich besonders Professor Joachim Bauer von der Universität Freiburg erwähnen, die zeigen, dass wir circa bis zu unserem 24. Lebensmonat als Neugeborener über einen unausgereiften Präfrontalkortex verfügen. Besonders der ventromediale Präfrontalkortex ist bei der Geburt praktisch noch nicht reif. Er ist zwar organisch da, aber nicht aktiv. Was geschieht denn in dem Präfrontalkortex? Er ist dafür da, dass du deine Handlungen assoziierst, koordinierst. Ja, also die Grundbestandteile, das limbische System, das Stammhirn, das Mittelhirn, das ist zwar da, aber dein Verhältnis zu deiner Außenwelt, das ist noch nicht ausgereift. Was hat das jetzt mit future-fähigen Narzissmus, Persönlichkeitsstörungen zu tun? Hat das Kind in den ersten 24 Monaten wenig Liebe empfangen, wenig Resonanz, wurden seine Spiegelneuronen wenig aktiviert? Hat das Kind keine Festigung in seinem Leben, seinem Ich erhalten? Und das kann sich in den unterschiedlichsten Persönlichkeitsstörungen manifestieren. Viel manifestieren ist dieses Kreisen um sich selber. Stell dir das vor, das Kind erfährt durch die fehlende Resonanz der Mutter oder seiner Umgebung nicht, dass es ein Ich hat. Martin Buber, ein Psychiater, sagte einmal diesen sehr, 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 sehr guten Satz: Ich komme nur zu meinem Ich über das Du. Die Resonanz des Du, der Mutter am Anfang oder der Großmutter, des Vaters, bringt in der Resonanz den Präfrontalkortex dazu zu erkennen, ich als Säugling schreie, da reagiert jemand auf mich, also muss ich existieren. Diese Spiegelneuronen, diese Resonanz bewirkt eine Festigung des Selbst. Ich bin da, ich bin wert, dass man mich beachtet. Prägung in der frühkindlichen Phase, wenn die jetzt nicht da sind, dann ist das Ich schwach ausgebildet. Andere nennen es Selbstwert, Selbstliebe. Sagen wir einfach mal Ich dazu. Ein Narzisst hat auch ein schwaches Ich. Er kreist die ganze Zeit darum herum. Aber wie macht er es? Wenn du dir nochmal die 9 Kriterien an der Seite anschaust von dem Narzissmus, da steht ganz oben wieder ein Wort. Grandiosität. Er kreist grandios drumherum, damit bloß keiner erkennt, dass er selber kein starkes Ich hat. Das ist zu beachten. Kein starkes Ich muss ja irgendwie verschleiert werden. Das macht der Narzisst durch seine Grandiosität. Ein zweiter Punkt, wie kann Future Faking, wie können Narzissmus in unserer Gesellschaft entstehen, sind auch schwere Kränkungen. Das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen als zweiten Punkt. Ein Teenager in der Pubertät befindet sich sowieso in einer schwierigen Phase, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und jetzt
passiert Folgendes, dass er von anderen, von aus der Gruppe für sein Verhalten, vielleicht Linke, vielleicht ist, war das nicht ein gutes Verhalten, aber wird massiv in der Öffentlichkeit ausgelacht. Solche Kränkungen greifen die Selbstachtung natürlich an, das Ehrgefühl, die Werte. Sie treffen denjenigen voll im Inneren und die können ihn aus der Bahn werfen, ihn krank machen und sogar zu schwersten Verbrechen und Kriegen führen. Ja, also die Amokläufe, Amokläufe in den Schulen sind fast ausschließlich aufgrund von Kränkungen entstanden. Dann ist Future Faking sogar noch eine harmlose Variante, wenn man überhaupt von harmlos reden kann. Das möchte ich bitte nicht herunterspielen. Dritter Punkt. Negative Erfahrung im späteren Beziehungsleben. Logischerweise ist keine Beziehung zu 100% vollkommen, weil keiner von uns 100% vollkommen ist. Es kann aber sein, dass auch der Mann eine derart negative Erfahrung in Frühbeziehungen gemacht hat. Kann man an Borderlinerinnen denken, an Klammerfrauen, an Frauen, die ihn materiell ausgenutzt haben, dass er nun extrem kritisch ist und distanziert einer neuen Beziehung entgegengeht und sich lieber durch leere Versprechungen die erstmal auf Distanz hält. Das kann auch möglich sein. Vierter, sehr häufig vorzufindender Punkt sind negative Glaubenssätze. Ich habe schon häufiger in anderen Videos über die Transaktionsanalyse gesprochen. Und wenn du hier mal schaust, also eine grundlegende Einführung in die Transaktionsanalyse, das Ziel dessen ist, dass man den Grundsatz erkennt, ich bin okay, du bist okay. Aber wie vieles in unserem Leben entsteht in unserer Kindheit, übertragen von unseren Eltern, von unserer allernächsten Umgebung, negative Glaubenssätze. Dieses Ich bin okay, du bist okay, kommt oftmals so andere Glaubenssätze wie ich bin es nicht wert, dass meine Wünsche erfüllt werden. Ich bin als Partner nicht wertvoll. Diese Glaubenssätze können in der Kindheit entstehen und wenn es bei dir so der Fall ist, dass du negative Basic Beliefs über dich hast, dann kann ich dir nur den Tipp geben, dich mit der Transaktionsanalyse einmal näher zu befassen. Wurdest du schon öfter von Partnern durch Future Faking zum Beispiel missbraucht, dann wäre es zum Beispiel auch durch die Transaktionsanalyse sehr interessant herauszufinden, warum gerade du als Opfer gebraucht wurdest. Aber eins möchte ich dazu sagen. Future Faking ist ein narzisstisches, perfides Handeln. Und glaub mir bitte, du bist nicht daran schuld. Du hast es nicht ausgeführt, du hast es nicht heraufbeschworen. Es liegt in unserer Art, zwar die Schuld immer bei uns selber zuerst zu suchen, aber ich kann dir versichern, das war die Handlung eines toxischen Menschen. Er hat dich als die Bühne für seine Bedürfnisse genommen. Er hat Bedürfnisse, du hast sie ihm gestillt, er hat dich damit ausgenutzt. Deswegen bitte, vergeude keine Zeit, erstens nach den Gründen zu suchen, weil zweitens dir diese Einsicht, glaub mir, keinen Mehrwert in deinem Leben geben wird. Hast du eine Future-Faking-Affäre, Beziehung hinter dir? Was sollst du denn jetzt tun? Ein paar Hilfsmittel. Auch hier wieder vier Themenbereiche. Das erste ist deine persönliche Entwicklung. Deine Konzentration liegt jetzt nicht mehr auf dem ausbeuterischen Ex-Partner. Bei einer Beziehung mit einem Narzissten saugt er wirklich viel, viel Energie. Dessen sollte man sich klar sein und deine Konzentration war zuvor auf den Ex-Partner, auf den Future-Faker hingerichtet. Er hat dir ja die ganze Luftschlösser auch versprochen. Du hast dich auf ihn gefreut. Die Seifenblase ist geplatzt. Als zweites, bitte beachte, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Wertvorstellungen, deine Basic Beliefs wurden vorher nicht berücksichtigt. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, dich genau darauf zu konzentrieren und du wirst spüren, wichtiger Gedanken, du wirst spüren, dass deine Umgebung das auch registrieren wird. Diese Stärkung von dir selber, das ist wichtig. Es mag sein, dass sich manche von dir abwenden, weil du jetzt ein stärkerer, auf dich konzentrierter Mensch geworden bist.
Aber du wirst für die anderen, die das möchten, viel, viel attraktiver und eine ausbeuterische Beziehung rückt immer mehr in die Ferne. Wahrscheinlich hattest du in deiner toxischen, das ist jetzt der dritte Punkt, in deiner toxischen Beziehung deine wahren Freunde etwas vernachlässigt. Jetzt ist es an der Zeit, diese Freundschaften wieder aufleben zu lassen und aus diesen Freundschaften Kraft zu schöpfen. Und der vierte Punkt, last but not least. Nimm in diesem wichtigen Lebensabschnitt auch professionelle Hilfe in Anspruch. Freundschaften sind Beziehungen. Therapeuten sind Allianzen. Und durch dieses komplett andere Verhältnis zueinander, also nicht Beziehung, sondern eine Allianz zueinander, und auch durch die Ausbildung eines Therapeuten können dir diese Personen eine vollkommen neue Dimension eröffnen, welche dir zuvor noch verschlossen war. Du selbst und auch deine Freundschaften können hiervon profitieren. Bitte schau auf meiner Seite www.dermediator.org einmal unter der Rubrik Heilung von einer toxischen Beziehung mal nach. Also ich habe dort sehr ausführlich alles aufgeschrieben. Du wirst auch das Manuskript zu diesem Video hierbei vorfinden unter Future Faking, auch in Affären. Hier gehe ich noch etwas detaillierter auf diese Zeit nach der Beziehung ein, wenn dich das interessiert. So, jetzt haben wir circa 20 Minuten miteinander Zeit verbracht. Ich muss sagen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Es scheint ein Anliegen für dich zu sein, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unsere Gesellschaft wird immer toxischer. Schade, aber es ist so und deswegen sollten wir uns mit diesen Fakten einmal befassen. Um dem etwas entgegenzuwirken, ist dieser YouTube-Kanal entstanden, auch meine Coaching-Seite werdewiderstark.de oder meine Mediatoren-Seite dermediator.org. Wenn du weiteren Content haben möchtest, bitte schreib es in die Kommentarfunktion. Ich gehe auch darauf ein und viele weitere Videos in Bezug auf Borderline, Narzissmus, Perfektionismus sind in Vorbereitung. Ist ein wenig neben der täglichen Arbeit doch etwas zeitintensiv. Ich danke für dein Verständnis dafür. Wenn du ein dringendes Handlungsbedürfnis hast, eine dringende Anfrage, dann fühle dich so frei, auf meiner Facebook, Instagram, Pinterest, mir per E-Mail auch gerne auf meiner Webseite mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich darüber. Über ein Like, einen Daumen rauf für die Arbeit dieses Videos bedanke ich mich bei dir. Und ich möchte immer wieder am Schluss meiner Videos sagen, bleibe ständig neugierig. Neugierde sollte dir niemand nehmen. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Marco.